Wir stehen hier mit dem Sieger des Main Events, Gökhan Aksu. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Winner gets choke, dritte Runde. Wie hast du es erlebt, Gökhan? Hallo, danke nochmal für das Interview. Ja, sehr, sehr gut. Ist doch länger gegangen, als ich mir erwartet habe. Aber am Ende konnte ich ihn durchfinischen und es ging mir gut. Und es hat gut gepasst, ja, passt. Du hast mit Thomas Glott einen Gegner auf Augenhöhe gehabt. Das war ein richtiger Brecher. Der hat auch schon gut ausgesehen bei seinem letzten Hexagon-Auftritt gegen Quentin Domagu. Das war ein richtiger Brecher und ich glaube ein richtiger Test für dich auch. Was meinst du, du hast Runde 2 den Takedown geholt, bist dann in Runde 3 vom Striking auch selber zum Takedown nochmal runter, bist ihm auf den Rücken geklettert und das war das an den, ja, der, sag ich mal, das Ende vom Kampf. Ja. War es zum Schluss auch wirklich so schwer, wie es ausgesehen hat von außen? Also er war wirklich tapferer, als ich mir das so vorgestellt habe. Dafür respektiere ich ihn auch. Ich bin immer wieder auf den Finish gegangen, indem ich ihn auch ein paar Mal gut getroffen habe. Ich habe mich nur überrascht, dass er die auch sehr gut wegstecken konnte, weil die haben richtig gut gesessen. Aber naja, wir sind halt auf in die dritte Runde gegangen und dann habe ich mal gezeigt, dass ich auch Takedowns holen kann und auch grappeln kann. Weil viele denken ja von mir nur, dass ich nur Stand-Up-Bomben verteilen kann, aber Abinator kann schon viel mehr. Und wo ich dann an seinen Rücken geklettert bin, in der dritten Runde, habe ich eine Hand fixiert und mit der rechten habe ich dann ein paar verteilt. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe ihm mal wehgetan und er ist mal leicht aus dem Konzept gekommen und hat seinen Hals dann ein bisschen hergeschenkt. Sagen wir so. Und dann habe ich gesehen, ich kann gut einen Regen-Neck-Joke setzen und habe die Gelegenheit gut ausgenutzt und damit den auch so submitted. Also was war das bitte für ein Gegner? Der hat richtige Bomben eingesteckt, ja. Also ich habe gedacht, der fällt nicht mehr um. Also das war wirklich, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also du hast wirklich 5, 6 Mal hintereinander getroffen, wirklich hart. Und er hat zwar getaumelt, er war angeschlagen, aber kam dann wieder auch stark zurück, ja. Wie hast du das wahrgenommen? War da mal ein bisschen Frustration auch mit dabei? Nein, gar nicht. Also ich habe mich nicht aus dem Konzept bringen lassen, weil ich habe schon in der Vergangenheit auch so tapfere Gegner auch gehabt, die doch meine Schläge wegstecken konnten, obwohl sie jetzt mal schlimm im Gesicht auch ausgeschaut haben. Und er war jetzt auch einer von denen, die sehr tapfer waren. Aber ich habe dann, wie gesagt, umgesetzt mal auf Takedowns, mal gezeigt, okay, ich muss jetzt ein bisschen anders machen, mit ihm mehr müde machen und somit habe ich den Kampf auch jetzt mal für mich entscheiden können. Also den Gameplan eigentlich geswitcht während dem Fight, ne? Genau. Nicht nur im Stand-Up geführt, da haben wir gedacht, okay, jetzt ist mal Zeit, dass ich mal mehr zeige und damit ist es mir auch gelungen. Schön, also wir haben, ihr wart mit 150 Leuten da, ein ganzer Bus, ja. Man hat die Gökhan-Schreie hier schon gehört, in der Mitte von der Fightcard. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das nochmal ein richtiger extra Push auch während des Fights, wenn so viele Anhänger da in der Halle richtig, richtig Krawall machen? Das ist es jedes Mal. Die reißen wirklich jedes Mal die Hütte ab und ich glaube, wenige haben so einen Support wie ich und ich bin dankbar, wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Jungs sich immer mit mir diesen Weg machen und mit mir den Sieg feiern, als wäre es ihr eigener. Ich habe sie schon mitten in der Veranstaltung gehört, wo ich in der Kabine noch gesessen bin und mich nicht mal aufgewärmt habe. Dann höre ich draußen am Gang, dass über 100 Leute kann schreien, die sind schon mit diesem Geschrei da reingekommen. Also das unbeschreibliches Gefühl. Ja, das ist unbeschreiblich. Okay. Gökhan, wie geht's weiter? Du hast jetzt, sag ich mal, gute Leute abgeräumt. Den NFC Series Gewinner Christian Mach. Dann vom Spitfire Halimson. Jetzt mit Thomas Glott, wirklich starken Gegner. Who's next? Also ich habe mir jetzt gar keinen Gegner mal vorgestellt. Ich habe jetzt auch harte Vorbereitungen gehabt. Wie es Marc Bergmann noch erwähnt hat, ich mache das Ganze nebenbei, neben der Arbeit und Familie. Man tut, obwohl es nicht so fein ist, die Familie auch ein bisschen vernachlässigen. Ich habe auch 2 Kinder. Ich will mich jetzt mal 1, 2 Wochen ein bisschen zurückziehen und dann lege ich wieder los. Ich glaube mal, dass die Leute von der NFC auf mich zukommen werden und für die nächste Veranstaltung oder die nächsten Veranstaltungen wir mal 100% was planen werden. Aber ich habe jetzt mal keinen Wunschgegner, es kann kommen, wer will. Ich bin bereit, vielleicht ergibt sich mir ein Titelkampf oder so. Bin gespannt. Ich auch. Ein Gökhan Aksu, der Teilzeit-MMA-Profi ist und so eine Leistung abrufen kann,
wir möchten uns gar nicht vorstellen, wenn du das wirklich Vollzeit machen kannst, was du dann für ein Potenzial entfalten kannst. Ich möchte das gerne sehen. Ich wünsche dir alles Gute und Gratulation zu deinem Kampf. Und ich wünsche dir eine gute Heimfahrt auf jeden Fall. Danke. Mach's gut. Danke. Dankeschön.